Hallo lieber Wassermann, hier kommt dein Kartenreading für die neue Woche, für die Woche vom 18. bis 24.09. Und diese Kartenlegung ist für dich, wenn du den Wassermann hast, im Sonnenzeichen, im Aszendent und oder in deinem Mondzeichen oder vielleicht schaust du auch quer für jemanden, der den Wassermann präsent in seinem Geburtschart hat. Schön, dass du da bist. Ich bin Denise. Ich lege dir die Karten. Wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich heute benutze, die findest du unten in der Infobox alle aufgelistet. Und der Wassermann darf sich in dieser Woche mal mit sich und seinen Emotionen beschäftigen. Das passt auch zu den aktuellen Transitenergien. Ja, dass man sagt, es geht eigentlich weniger darum, wie irgendeine Situation ist oder wie irgendeine Person in meinem Umfeld ist oder mit mir umgeht, sondern eigentlich liegt die Botschaft eher darin, was es mit mir macht, was es in mir auslöst. Und es ist immer das Geschenk oder die Möglichkeit, bei mir zu schauen, was ploppt da auf, was will vielleicht angeschaut werden oder eben auch, wo verhafte ich mich in bestimmten Emotionen. Dabei sollen noch Emotionen fließen. Also ich soll weder das Lachen künstlich herbeiführen und weißt du, wenn man irgendwie zusammen ist mit Freunden und man lacht und lacht und lacht und dann ist eigentlich das Thema auch durchgelacht und dann wird es so künstlich, so dieses so, aber ja, es ist nicht mehr dieses Lachen von unten, es kommt dann von oben, ja, und wie viele Menschen lachen auch so gekünstelt von hier oben in Situationen, die gar nicht witzig sind. Ha, ja, ist toll, ha, aber es ist nicht witzig, sie fühlen es nicht wirklich. Also da will sagen, versuch nichts herbeizulachen, was nicht zu lachen, nicht mehr zum Lachen ist, was ausgelacht ist. Und das Gleiche aber auch mit den Emotionen, die wir in der Regel weniger mögen, auch an denen nicht festhalten, sondern zu sagen, es ist wie Wasser, es darf fließen, fließen, fließen. Ja, wir haben hier unseren Wassergeist. Es kommt und es geht. Wir identifizieren uns nicht mit unseren Emotionen. Sie kommen, sie gehen. Unsere Emotionen sind nicht wir, wäre die Botschaft für dich, lieber Wassermann, sondern sie laden uns eher ein, hinzuschauen, was eben hier gerade, ja, los ist. Wir gucken mal ins Tarot, was wir hier noch für dich haben, lieber Wassermann, in der neuen Woche mit unseren Emotionen, worum es da gehen könnte. Ja, vielleicht versuchst du Dinge auch, emotionale Dinge zu sehr zu zerdenken. Ich habe hier die Königin der Schwerter und den Ritter der Schwerter. Also vielleicht versuchst du auch aus allem, was irgendwie emotional ist, so viel mit Verstand zu begreifen, statt zu sagen, Moment mal, emotionale Sachen sollte ich vielleicht emotional angehen und alles, was so mit Verstand zu tun hat, sollte ich mit dem Verstand angehen. Oder halt eine gute Kombi aus beidem machen. Ja, klar. Aber auch hier versuch nichts zu zerdenken, nur weil du es in irgendwelche Schubladen stecken möchtest oder könntest, die hier bedient werden können. Also will sagen, nur weil du in der Vergangenheit schon mal eine Erfahrung X gemacht hast, heißt das nicht, dass die Situation jetzt genau das Gleiche ist. Das erinnert dich vielleicht daran, es ist vielleicht ähnlich, es ist aber dennoch anders. Und wir haben hier den Ritter der Münzen, der eben sagt, mach mal ein bisschen langsamer mit deinem Schubladendenken, lieber Wassermann, mach mal ein bisschen langsamer mit dem, was du aus dem Affekt heraus vielleicht auch so schnell abkanzelst oder einordnest oder was für ein Scheiß oder was auch immer, ja. Sondern mach mal ein bisschen langsamer, schau mal ein bisschen genauer hin und guck mal, was es hier gerade für dich zu erfahren gibt, wo du vielleicht sagen kannst, gerade weil das so ist, wie es ist, habe ich die Chance, hier wirklich mal in der Tiefe mit mir und meinen Emotionen unterwegs zu sein und da mal reinzuschauen, was hier wirklich los ist. So, worauf kannst du denn als Wassermann in dieser Woche noch so ein bisschen den Fokus legen? Welche Frage darf der Wassermann sich denn stellen in der neuen Woche? Die Frage wäre, wie kannst du deine Ängste umwandeln? Wie kannst du deine Ängste umwandeln, wäre die Frage in dieser Woche für dich. Und mal ganz ehrlich, alle Emotionen, die wir fahren, sind doch Emotionen, naja, da liegt auch immer irgendeine Angst zugrunde. Ja, also es gibt ja vier Grundemotionen. Das ist Angst, das ist Wut, das ist die Freude oder warte mal, oder sauer sein, wütend sein. Ja, das sind die vier. Angst, wütend sein, Freude, mad, glad,
Sad, Trauer. Trauer haben wir noch. So, und immer liegt doch irgendeine Angst zugrunde, kann man ja fast sagen. Ne? Ist doch spannend, dass es drei vermeintlich, es gibt ja keine negativen Emotionen, aber die sind, die uns irgendwie mehr zu schaffen machen als die schönen, dass es drei von den schwierigen sind und eine von den schönen nur. Und letztendlich guck doch mal, warum du manchmal so reagierst, wie du reagierst und ob das nicht aufgrund von einer gewissen Angst ist oder Sorge ist, wovor denn nicht gemocht zu werden, am Ende des Tages nicht zu überleben. Das steckt ja immer dahinter bei Angst, ja. Ich werde es nicht überleben, auch wenn es vornehmlich irgendwie anders ausschaut. Ja, der Chef guckt mich komisch an, die Kollegen sagen was Schlechtes über mich bei Social Media, jemand sagt was Schlechtes über mich, lässt mir einen blöden Kommentar da, Streit mit dem Partner, der Partnerin, da ist immer die Angst dahinter, ich bin alleine, alleine sein heißt für unser Reptiliengehirn, ich werde nicht überleben. Also guck doch mal, du bist ja eingeladen, eben auf die innere Reise zu gehen und zu sagen, diese Reise wird sich lohnen. Also es deckt sich ja auch mit dem Hauptreading für dich diese Woche, Innenschau zu betreiben, deine Emotionen auf den Grund zu gehen und dir dann die Frage zu stellen, wie kann ich meine Emotionen wandeln? Oder vielleicht gehst du auch in die Zukunft und sagst, okay, was habe ich getan, um meine Emotionen wandeln zu können? Dass ich halt nicht mehr so fremdgesteuert bin, sondern aus mir selbst heraus, durch mich selbst hindurch, agiere und nicht wie fremdgesteuert reaktiv durch die Welt gehe. Das ist deine Botschaft, lieber Wassermann. Übrigens, am Donnerstag und Freitag finden die Success Days statt. Das ist diesmal kein normaler Online-Kongress, sondern das sind alles Live-Workshops. Mein Workshop findet am Freitag um 11 Uhr statt, Freitag der 22. um 11 Uhr. Alles kostenfrei, wenn du dich anmeldest. Ich verlinke das hier am Ende, aber auch unten drunter. Und ich zeige, wie du die Aufstellungsmethode im Business-Kontext für dich nutzen kannst. Workshop, wo du auch live Fragen stellen kannst. Also richtig cool. Melde dich da an, kostenfreie Geschichte. Wie gesagt, ich verlinke das hier und ansonsten weißt du ja bitte auf Gefällt mir klicken, abonnieren, wenn du es nicht schon gemacht hast, einen Kommentar da lassen und dann wünsche ich dir ja eine schöne Woche mit Tiefgang, emotionalem Tiefgang, um dir selber mal so ein bisschen ja, auf die emotionalen Schliche zu kommen. Alles Liebe, deine Denise.